Oh mein Gott, die Geschichte ist so witzig. Oh, denkst du, ich lasse das einfach so stehen? Papierschlacht! Woohoo! Was? Was ist denn hier los? Oh oh! Oh mein Gott, was ist das? Ein Erdbeben? Es kommt näher! Ich bin so froh, wieder in der Schule zu sein. Ich hab dich vermisst, Tafel. Dann hole ich mal meine Sachen aus dem Rucksack. Lehrbuch, Notizbuch, Stift. Okay, ich bin bereit zu lernen. Die Schule ist jetzt so gut wie vorbei. Ich muss nur noch durch den Tag kommen. Ich weiß, dass ich mein Zeug hier irgendwo drin habe. Oh yeah, das wird ein tolles Kopfkissen. Ahem, was glaubst du, was du da tust? Geh weg, Mom. Oh, was zum Teufel? Fein, sorry. Wie lange muss ich denn noch warten, bis ich hier rauskomme? Nur noch ein bisschen länger. Yes, das war's, die Schule ist aus. Wuhu, wir haben's geschafft. Keine Schule mehr. Hallo, ich denke mal, der Unterricht beginnt gleich. Wer möchte zuerst seine Hausaufgaben vorstellen? Ich, nehmen Sie mich? Ja, nehmen Sie sie, auf jeden Fall. Okay, komm bitte nach vorne. Vielen Dank, ja. Warte, das sind deine Hausaufgaben? Ja, ich mag es gerne gründlich. Ich hänge das einfach hier an die Tafel. Jetzt noch die Überschrift. Erledigt. Und hier sind meine Ausarbeitungen zum Ansehen. Ich habe ein paar Ordner mit meinen Ergebnissen erstellt. Und sie sind auch farblich gekennzeichnet. Ich habe mich auf das Muskelsystem in diesem Ordner konzentriert. Und in diesem Ordner ist der Rest. Ach du meine Güte, das ist eine Menge. Nun, vielen Dank für deine Arbeit. Bitte setz dich wieder. Kevin, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja, Ma'am. Meine Hausaufgaben sind auch in einem Ordner. Mist, warum habe ich es nicht zu Ende gemacht? Die Muskulatur. Hey, Bro, hör auf zu arbeiten und fang an zu snacken. Wird Zeit für ein Spiel, ich fordere dich heraus. Komm schon, Bro, konzentrier dich auf das Spiel. Ja, hier, bitte sehr. Kevin, was ist das? Ich setze mich einfach wieder an meinen Platz. Ich check lieber mal meinen Spickzettel. Okay, das wird mir bei der Antwort helfen. Kevin, was versteckst du da? Ein Spickzettel, genau wie ich vermutet habe. Es tut mir leid, es tut mir leid. Nein, ich will nicht, dass mir das passiert. Hi, Dad. Du lernst noch, wie ich sehe. Oh, hier ist das Buch, nach dem ich gesucht habe. Oh, der Fächer. Ich habe eine geniale Idee. Das ist das Comeback des Spickzettels. Okay, ich habe ihn wie eine Ziehharmonika gefaltet. Und jetzt brauche ich einen Stift und etwas Kleber. Nur ein kleiner Klebstrich an der Kante. Das sollte reichen. Jetzt kommt der Spickzettel. Okay, ein Ende kommt an diesen Bleistift und das andere kommt an diesen Stift. Guckt mal, ich habe einen Spickzettelfächer gemacht. Ich muss schnell die Antwort aufschreiben. Oh, da kommt sie. Schnell den Fächer schließen und so den Spicker verstecken. Oh, hi, Ma'am. Mal sehen, versteckst du irgendwelche Spickzettel, Kevin? Gut, nun arbeite weiter. Der Spickzettel ist ein voller Erfolg. Ich beende lieber aber den Test noch schnell. Okay, Zeit zum Mittagessen. Ich bin am Verhungern. Ich kann es kaum erwarten, die zu essen. Was hat Kevin denn da? Hey, Kevin, teilst du das vielleicht? Klar, denke ich. Das ist meine Limo. Toll. Und was jetzt? Okay, niemand ist in der Nähe. Hey, Kevin, was hast du denn da? Hier, bitte. Und die kannst du auch haben. Schon wieder? Und die nehmen mir immer mein ganzes Essen weg. Oh, warte mal, da ruft gerade jemand an. Kevin, kannst du die fertig schneiden? Okay, okay. Hey, Moment mal. Ich schneide das Oberteil ab. Und jetzt kommen die M&Ms.
Ich schütte sie einfach in die Paprika. Ist wie eine Tasse der Natur. Und dann kommt der Deckel wieder drauf. Das kann ich auch mit dieser Gurke und diesem KitKat machen. Und mit diesem Kürbis. Der ist groß genug für meine ganze Limo. Ich mache den Kürbis bis oben voll, damit ich nicht verdurste. Fertig. Und jetzt den Deckel noch drauf. Und dann kommt er auch noch in meinen Gemüsekorb. Et voilà, das ist mal ein Schulessen. Das wird meine Probleme auf jeden Fall lösen. Ich schätze, es ist Zeit fürs Mittagessen. Mal sehen, was Kevin uns heute mitgebracht hat. Was, rohes Gemüse? Nein, danke. Die haben es mir echt abgekauft und jetzt esse ich meine Süßigkeiten. Kaum zu glauben, wie einfach das war. Ich könnte auch noch einen Drink vertragen. Erfrischend. Juhu, der Unterricht beginnt. Also gut, Zeit für euren Chemietest. Oh, ich wette, ich bekomme eine 1 dafür. Oh je. Hey, kannst du mir ein paar Antworten geben? Ich nicht, aber sie. Hey. Psst. Ach, stör mich nicht. Mach einfach deine eigene Arbeit. Ah, ich verstehe schon. Hey, kannst du mir helfen? Bitte, bitte, bitte. Okay, gut. Dann schreibe ich halt die Antworten für ihn auf. Und lasse sie in meinen Schuh fallen. Ja, ich hab's. Okay, ich hab's. Hier, Kevin, du bist dran. Ja, sie hat uns alle Antworten gegeben. Super, zurück in den Schuh damit. Sieh an, sieh an. Was haben wir denn hier? In diesem Schuh ist ein Zettel mit den Antworten. Ihr habt geschummelt. Wessen Schuh ist das? Nicht meiner, ich schwöre. Es ist Kevin. Das kann ich euch nicht glauben. Ha? Wow, die sind ganz schön schnell verschwunden. Also gut, rein mit dir. Nächster. Was hast du denn da? Einen Spickzettel? Ich glaube nicht. Das ist verboten. Also gut, leere deine Taschen. Zeig her. Okay, gut. Hier ist der Rest davon. Oh Gott, der wird mich auf jeden Fall erwischen. Hey, mein Kaugummi, das könnte klappen. Ich klebe den einfach hinten auf meinen Spickzettel. Das war's. Raus mit dir. Hallo, Herr Lehrer. Ich freue mich so auf diesen Test. Hallo. Ja, nun, leere bitte deine Taschen. Okay, alles in Ordnung. Geh in die Klasse. Da ist mein Spickzettel. Er klebt immer noch an seinem Rücken. Ja, genau, das war ich. Also gut, beginnt bitte mit dem Test. Oh, er hat sich hingesetzt. Wir können den Spicker nicht mehr sehen. Hey, könntest du da nicht was tun? Moment, Entschuldigung. Herr Lehrer, ich habe eine Frage. Aha, ich komme sofort. Schnell, das ist unsere Chance. Hey, bring du ihn dazu, sich nochmal umzudrehen. Okay. Sir, ich habe auch eine Frage. Da ist er. Schnell, schreib die Antworten auf. Yes, wir werden den Test alle mit Bravour bestehen. Gut gemacht. Was gefällt dir an der Schule am besten? Schreib es uns in die Kommentare. Und vergiss nicht, das Video zu teilen und den Kanal zu abonnieren für weitere tolle Videos wie dieses.